Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wieder mal auf der Dürrenrot zusammen heute mit Justin und Jonas. Servus. Servus. Ja, Justin ist schon fleißig am Arbeiten. Wir haben mittlerweile August, das heißt, der Raps ist erntereif, die Sorghum ist erntereif und bei Jonas ist auch noch Weizen erntereif, richtig? Ja. Genau, da hat Justin jetzt hier schon fett gedroschen. Wir sind auch live im Stream. Deswegen sind die jetzt schon ein bisschen vorangeschritten. Wir haben gerade noch ein bisschen technische Probleme gehabt, das ist aber egal. Wir gehen aber erstmal eine Runde säen, weil Justin ist ja mit dem Drescher beschäftigt. Das heißt, wir gehen direkt säen. Auf die 40, 63 und 65 säen wir Raps heute, damit der direkt wieder wachsen kann. So, dann fangen wir unten am besten an. 63, 65. Und 40, okay. Sehr gut. Ja, nicht hinterfragen, warum hier noch ein bisschen Stuff steht. Ich habe da ein paar Screenshots gemacht. So. Deswegen war alles in Ordnung. Ich habe mich gewundert. Hast dich schon gewundert, ja. War wieder der Schlucker unterwegs. Ich habe euch direkt geschickt, ne? Ja, passt. Also ich habe noch nicht geschaut, aber wird schon passen. Sagen wir dir dann gleich nach der Rapsernte. Dauert nur ganz kurz. Habt ihr jetzt eure Presse noch? Ja. Ja. Aber ihr habt jetzt nur Rundballen, ne? Wir machen nur Rundballen, ja. Schon die ganze Zeit. Wer hatte deine Quaderbandpresse? Du hattest eine und das war's. Hm, okay, dann muss ich mir dann an der Maschine rein. Ich glaube, Jonas, du hast dich irgendwo vertan. Wieso? Irgendwie ist unsere Rechnung bei 39 Millionen und 600.000 Euro. Oh. Hä? Warte mal. Ich habe euch gar keine geschrieben. Ach, da. Oh ja. Ja, dann überweist mir einfach 39.600. Burn me out, love just brings me down. Go inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. We'll be right back.
it's just me and you. So, jetzt muss ich kurz gucken. 40, 63, 65. Ja, dann habe ich sogar alles gesät. Wenn ich das richtig sehe. Jetzt wollten wir 8 beide. 68 hast du erst gedroschen, ne? Ah ne, da war der Hafer. Jetzt da aus, zeitentechnisch. Gut, Getreide braucht noch ein bisschen. Dann fahre ich erstmal die Sämaschine hoch. Mache aber vorher mal noch die Schläuche hier kurz an den Frontlader ran. So, fahren. Oh, hier hat wer einen Schneidwerkswagen abgestellt. Auch mal gemerkt. Welches Liebe der Suche im LS? Welche Suche? Serversuche. Ach so. Ja. Ist was Wunderhübsches, gefällt uns allen. Ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, auf unserer Website findet man jetzt auch schon die Kategorie Modlisten. Da sind wir jetzt auch dran, für die Dürenroth übrigens eine Modliste zu erstellen. Da fehlen laut aktuellem Stand, wir haben heute den 24.07., wir müssen ein bisschen vorproduzieren für die Ferien, fehlen nur noch laut aktuellem Stand die Objekte und die Skripte, aber sonst an Fahrzeugen müsste eigentlich alles drin sein, glaube ich. So, aber zur aktuellen, also zum, hier, wie heißt es, zu Projekten, die in Zukunft kommen, wird direkt am Anfang die Modlist fertig sein. So ist das Ziel auf jeden Fall und auch eigentlich meine Anforderung, sag ich mal. Soll ich die Sämaschine direkt draußen lassen, wenn wir dann den Mulcher brauchen? Du kannst direkt in deinen Klassen Mulcher hin. Digga, ich mulche jetzt nicht, ich fahr jetzt Drescher. Make me feel like
würde ich aber auch sagen, was ist mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, um mehr von dem ganzen Projekt nicht zu verpassen. Schaut auf jeden Fall auch gerne auf unserer Website vorbei. Da gibt es ja schon jetzt etwas länger die Modliste, was natürlich keiner wusste und so, haben wir jetzt auch nicht irgendwie groß angepriesen. Schaut auf jeden Fall auch entweder über unsere Website oder über unseren Link direkt in der Videobeschreibung bei unserem Partner G-Portal vorbei, die auch hier natürlich unseren Baba Amazing Game Server sponsoren. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal dafür, muss man mal sagen. Ja, das liegt hier einfach nur an Justin, dass der immer wieder weg ist. Also das liegt auf keinen Fall an G-Portal. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute.